Jeder von uns hat eine innere kindliche Seite. Die können wir aber nur versorgen, wenn wir auch unsere inneren Erwachsenenseiten stärken. Ich bin Anne Otto, Diplompsychologin und Autorin, und ich gebe dir 5 einfache Tipps, wie du deinen inneren Erwachsenen stärkst. Erstens, schau auf deine Stärken. Wahrscheinlich kennst du den Satz, sei du selbst, alle anderen sind schon vergeben. Hinter diesem Spruch steckt eine tiefere Wahrheit, nämlich schau auf deine eigenen Stärken und auf das, was dich ausmacht und nutz das viel mehr und bring das nach vorne. Wir alle gucken oft viel mehr auf unsere Schwächen oder auf das, was wir noch entwickeln wollen und nicht auf das, was wir überhaupt schon haben. Guck mal, ob du 2 von deinen ganz persönlichen Stärken benennen und aufschreiben kannst und die dafür nutzt, dich selbst gut zu versorgen. Zweitens, enttäusche deine Eltern. Vielleicht kennst du das auch, dass es Prägungen oder Erwartungen deiner Eltern, deines Vaters, deiner Mutter gibt, die du versuchst zu erfüllen. Und trotzdem gibt es im Laufe des Lebens immer mal wieder Momente, in denen du dich anders entschieden hast, in denen du deine Eltern enttäuscht hast. Oft sind das im Nachhinein gesehen Momente großer Stärke, wo du vielleicht das entwickelt hast, was für dich und dein Leben wichtig ist. Erinnere dich immer mal wieder daran, wenn Entscheidungen anstehen und trau dich, wenn es passt, deine Eltern auch weiterhin ab und zu enttäuschen. Drittens, sorg für unbeschwerte Momente. Um deine innere erwachsene Seite gut leben zu können, brauchst du auch immer wieder Momente, in denen deine kindliche Seite, deine fröhliche Seite Raum und Platz hat. Überleg doch mal, was du als Kind und als Jugendliche gerne gemacht hast und such dir mal 3 Dinge aus, die auch heute noch gut in dein Leben passen würden und probier, die in deinem Alltag immer mal wieder unterzubringen. Viertens, such dir erwachsene Vorbilder. Das Adjektiv erwachsen hat nicht gerade einen guten Ruf. Es ist oft mit Pflichterfüllung, Routine, Langeweile verbunden. Schau doch mal, ob du in deinem Umfeld oder im öffentlichen Leben Menschen findest, die du auf eine gute, lebendige und fürsorgliche Art erwachsen findest. Guck, was die machen und ob du dir von ihnen etwas abschauen kannst. Fünftens, sag Nein, wenn du Nein sagen willst. Um deine innere kindliche Seite gut zu versorgen, muss dein innerer Erwachsener häufiger mal Nein sagen. Überleg dir doch hier einmal, ob es in deinem Alltag eine kleine Situation gibt, in der du immer wieder Ja sagst, obwohl du eigentlich schon seit langem Nein sagen willst. Und achte darauf, wenn du das nächste Mal in der Situation bist. Vielleicht gelingt es dir, Nein zu sagen. Schau doch mal, welchen der 5 Tipps du umsetzen möchtest. Wenn du deine innere kindliche Seite gut versorgen willst und deinen inneren Erwachsenen stärken, dann hilft dir mein Newsletter-Kurs zum Thema inneres Kind. Schau doch mal auf sinnsucher.de.